Joe, die sieht klasse aus, ne? Ja, sieht echt gut aus. Du hattest 5 Jahre Zeit, Jody an Land zu ziehen. Und du hattest eine Menge Gründe, einen Rückzieher zu machen. Mir liegt ein Missverständnis vor. Das ist der Kindertisch. Das ist nicht der Kindertisch, das ist der Singletisch. Ihr könnt mir glauben, ich musste einige Frösche küssen, bevor ich meinen Prinz gefunden habe. Sie meint dich, Kendro. Der Typ, der sich nie binden konnte? Allein der Gedanke, jemanden zu heiraten, das ist so endgültig. Riskiert's jetzt doch. Wie kommst du zur Umwelt? Forschung. Forschung. Ich wollte etwas machen, das mir wirklich Freude bereitet. Sie ist hinreißend, witzig, sie ist einfach klasse. Irgendwann musst du einfach die Augen zumachen und dich fallen lassen. Aber ich kenne sie doch erst seit 6 Wochen. Du solltest Gott dafür danken, dass sich so eine umwerfende Frau überhaupt für dich interessiert. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Kaum zu glauben, ich habe mich fallen lassen. Ich habe mir 3 Wochen freigenommen, wir fahren runter nach Mexiko. Du hast eine tolle Stimme. Die wirst du die nächsten 40, 50 Jahre noch häufiger hören. Yo, I'll tell you what I want. Sind die süß? Das sind wir in 10 Jahren. Ich hoffe, das dauert länger als 10 Jahre. Du hast wahrscheinlich recht. Heute war noch nie meine Stärke. Ellie, schnell, fang auf! Ja, Schatz, ich bitte dich! Du hast Koks? Da, die kaputte Nasenscheidewand. Ja! Das war nicht das, was du denkst. Was? Ich hab nichts gehört. Und, wie geht's, Lila? Seitdem wir verheiratet sind, ist nichts diesmal wahr. Okay. Was ist los, Ellie? Ist ein kleines Mädchen? Sie ist ein Albtraum, Mac. Ja, klar. Geh weg! Warte, meinst du das ernst? DreamWorks Pictures präsentiert. Ich bin Ellie. Freut mich sehr. Runter damit! Einen Mann, der die richtige Frau findet. Diese andere Frau, stört dir das gar nicht, dass du frisch verheiratet bist? Ich hab sie davon nicht wirklich in Kenntnis gesetzt. Aber zum falschen Zeitpunkt. Wo hast du gesteckt? Seit ich mich in Miranda verliebt habe, habe ich sie nicht einmal mit meiner Ehefrau betrogen. Ben Stiller. Ist mit dir alles in Ordnung? Nein, mit uns ist nicht alles in Ordnung. Aufhören! Nach 7 Tagen ausgeflittert.